Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Zugsteiner. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr mich auch gut verstehen könnt, da wir heute nämlich wieder auf dem Feld unterwegs sind und hier der Wind mächtig prächtig tobt. Kann es halt sein, dass der Ton manchmal ein bisschen windig wird, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Ja, kurz zur Thematik heute. Wir sind halt hier, wie man sieht, auf einem Feld unterwegs. Wir wurden von einem Bauern angerufen, der seinen Schlüssel verloren hat. Der hat hier vor 2 Wochen das Feld abgeerntet, man sieht es noch so ein bisschen, und hat dann kurz darauf auch wieder alles ein bisschen umgegruppert und hat dabei seinen Schlüssel verloren. Ist zwar jetzt ein bisschen schwierig bei der Fläche, die man jetzt hier so sieht, weil es ein recht großes Feld. Allerdings wollten wir jetzt da nicht Nein sagen, weil Sonnen können wir ja auch mit Auftragssuche und können auch was Schönes finden. Und wir haben auch gleich mit den Bauern so ein bisschen uns verständigt, dass wir hier trotz dessen, auch wenn wir den Schlüssel jetzt nicht finden sollten, öfters suchen können, weil vielleicht, wenn man heute nicht findet, findet man später. Und er hat uns auch gleich gesagt, wenn das Feld hier wieder eingesät wird, er meinte so 2-3 Wochen liegt es jetzt so, dann können wir auch die anderen Wiesen, die man jetzt hier im Hintergrund sieht, begehen. Also er hat jetzt nicht nur die Felder hier, sondern hat wirklich auch im Hintergrund, da sieht man es auch, hat er jetzt hier Wiesen, wo dann seine Kühe drauf sind. Und ja, da dürfen wir dann auch rauf. Jo, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, wie der Stefan immer sagt. Wir legen los und beim ersten Fund seid ihr mit dabei. Bis gleich. Und da haben wir schon das erste Signal. Das war jetzt ein Stollet. Wind wird immer stärker. Ja, das ist ein Zinntütchen. Nichts Besonderes. Aber naja, was soll's. Das geht ja erst los. Da werden sicherlich noch andere Sachen kommen. Weiter geht's. Und nächstes Signal kam mit einer stabilen 80 rein. Dachte schon, wäre mal wieder eine Münze. Aber leider. Das ist nur so ein alter Griff, wie mir scheint. Und man sieht, hier oben muss mal eine Klinge dran gewesen sein. Und das ist dann hier der Griff gewesen von einem alten Messer. Ich würde jetzt schon sagen, dass es etwas älter ist, dass es jetzt kein normales Besteck oder so ist. Ich werde es mal einstecken, jetzt den Müll hauen. Das ist nichts Besonderes, aber nun ja. Weiter geht's. So, und da haben wir auch schon den ersten interessanteren Fund für heute. Und zwar haben wir hier eine schöne Musketenkugel, hat auch ein schönes Gewicht. Allerdings ist bei der jetzt ein bisschen besonders, oder für mich jetzt ein bisschen besonders, dass die hier oben noch diesen Abguss drin hat. Also wo es reingefüllt wurde, wurde er danach immer dann abgefeilt oder leicht abgesägt. Und die hat jetzt in dem Fall oben noch mit dran. Für mich jetzt das erste Mal, weil sonst zeige ich immer nur diese ganz runden gefunden, wo der grob schon ab war. Sehr gut, freut mich. Kommt auf alle Fälle meine Musketenkugelsammlung. Und ja, weiter geht's. Und wieder ein schöner Fund für unseren Andi. Das wäre was für seine Sammlung. Wir werden es jetzt nicht sagen, wir werden es wegschmeißen, aber von hier aus wieder schöne Grüße an dich, Andi. Und weiter geht's. Und da haben wir wieder was Schönes. Sieht aus wie ein Knopf. Allerdings sind wir uns da jetzt nicht so sicher. Wenn wir mal gucken, wenn wir es sauber gemacht haben. Weil das ist so flach ist. Na ja, mal gucken. Wir sitzen ja in der Fundzusammenfassung. Ups. Und ach, wo ist das jetzt? Hier ist es runtergefallen. Ihr sitzt, wie gesagt, nachher in der Fundzusammenfassung. Vielleicht hat er dann noch rausgefunden, was genau ist. Alles klar. So, das Wetter wird gerade ein bisschen besser. Hoffen wir mal, dass es sich einigermaßen hält. Schön die Sonne raus. Und da
die Funde kommen. Also die Jutenfunde kamen ja schon. Aber nun gut, dann mache ich mich mal auch wieder ans Werk. Und da haben wir die erste Plombe für heute. Ich habe mich erst am Anfang gefreut, weil ich dachte, ich habe es jetzt schon mal ein bisschen sauber gerubbelt, weil da eine 3 drauf ist. Dass es eine Münze ist, aber ist es leider nicht. Vom Gewicht her für eine Münze viel zu schwer. Ringsrum ist noch ein bisschen Schrift zu erkennen. Ich werde die nachher mal zu Hause sauber machen. Wie gesagt, in der Mitte hier ist eine 3. Hinten auch irgendwie ein großes R drauf. Aber wie gesagt, von der Stärke her und vom Gewicht her sind keine Münzen, sondern eine Plombe. Trotzdem cooler Fund. Den packe ich euch nachher auch wieder in die Fundzusammenfassung. Gereinigt natürlich. Und dann wird man noch erkennen können, weil da drauf steht. Sehr gut. Hier ist bei dem Sturm wohl irgendwo eine Dachrinne abgeflogen. Zumindest hat es die Halterung bis hier aufs Feld geschafft. Ja. Interessant, interessant. Zumindest für den Müll. Und hier am Rand von dem Feld, bin jetzt hier mal am Ende dieser Bahn wieder angelangt, habe ich hier nochmal ein richtig schönes Hufeisen gefunden. Das ist allerdings eine etwas mir unbekanntere Form. Aber es ist ein Hufeisen. Man sieht hier die Nägel vom Beschlag. Ja, schöne Teil. Mal gucken. Vielleicht bringt es ja Glück. Und da kommt die erste Münze für heute. Ich habe es jetzt hier nochmal hingelegt. Ich habe es jetzt auch schon ein ganz klein wenig sauber gemacht. Allerdings, ich glaube, könnt ihr das nicht richtig erkennen, weil ich so wirklich schon richtig runter. Ich habe jetzt auch lange hin und her überlegt, aber auf der Seite konnte man hinten noch so ganz leicht den Adler von den Reisfennig von 1800 Frost erkennen. Ich werde die zu Hause mal sauber machen. Ihr seht es in einer Fundzusammenfassung. Ich denke mal, da könnt ihr das auf alle Fälle dann erkennen. Aber sehr gut. Erste Münze für heute. Das ist dann mal ein guter Start für die Münzen. Und jetzt kommen hoffentlich noch mehr. Gut, weiter geht's. Ist das geil, als wenn ich es vorausgesehen hätte. Hier vorne war gerade die Münze, also jetzt hier 2 Meter weiter. Habe ich hier vorne, man sieht es schon hier. Schöne, geile Reismark gefunden. Zwar eine halbe Reismark, eine Silbermünze. Das ist meine erste, die ich noch nie gefunden. Man kann unten noch so ganz leicht erkennen, 1906. Die ist so echt noch in einem Top-Zustand. Also klar, die ist ein bisschen angelaufen, aber das kriegt man ja super mit Zitrone wieder sauber. Man erkennt auch noch einwandfrei hier hinten den Adler. Echt geil. Also, das macht Spaß. Super, so kann es weitergehen. Und hier haben wir den ersten richtigen Knüpfer, den man genau definieren kann. Ja, wir haben am Anfang schon mal was Ähnliches gefunden, was wie ein Knopf aussah. Da müssen wir erstmal gucken, wenn es sauber ist. Aber hier kann man es ganz genau sagen. Because hier ist nämlich die Öse noch dran, wie man schön sieht. Das ist ein ganz kleiner Teil. Ich glaube jetzt noch nicht, dass er so alt ist. Mal gucken, ob da irgendwas draufsteht. Ja, aber trotzdem, Knopf ist Knopf. Gut erhalten. Der kommt auf alle Fälle mit. Und die nächste Plombe. Die ist ein bisschen tiefer. Und die ist jetzt auch nicht mehr so hinterhalten. Die ist jetzt hier oben schon so recht demoliert, aber man kann noch darauf erkennen, dass da drauf steht Salz. Sieht man jetzt hier unten. Salz steht drauf.
Da steht auch noch was. Das ist ein bisschen dreckig jetzt. Muss ich sauber machen. Jo, zweite Plombe für heute. Alles klar. Und das nächste Münzchen. Allerdings ist die jetzt schon richtig platt, die ist richtig runter. Da kann ich jetzt so nicht mal mehr mit versuchen. Nee, geht gar nichts. Nee, also da kann man nicht mal mehr irgendwie ein bisschen sich denken, was das ist. Weil hier sieht man gar nichts mehr drauf. So, mal gucken, wenn man nachher vielleicht ein bisschen den Grind noch mit ein bisschen Spüle und einer leichten Bürstung abkriegt, aber ich glaube, die ist hoffnungslos verloren. Schade, hatte mich schon gefreut. Aber nun ja, das ist halt so. Münze ist Münze. Kommt trotzdem mit, ich probiert und ups, kacke steht dann nachher wieder mit dran. Alles klar. Und die nächste Münze. Und die ist wieder etwas besser erhalten. Man kann die 1 drauf sehr gut erkennen. Da wird sich hierbei, schätze ich mal, auch um einen Reispfennig handeln. Krasse Sache. Das ist ja dann heute die 4. Münze. In so kurzer Zeit, also wir sind jetzt hier knapp 4 Stunden unterwegs und 4 Münzen. Finde ich eine gute Ausbeute. Freut mich. Super. Wir werden jetzt hier noch 2 Bahnen laufen. Und dann werden wir für heute auch Feierabend machen. Dann reicht es nämlich. Wir werden sicherlich noch mal herfahren. Aber mal gucken, was für den letzten beiden Bahnen noch kommt. Ich melde mich dann noch mal. Und da haben wir auch die erste Schnalle für heute. Zumindest, was davon übrig ist. Der Dorn ist jetzt leider nicht mehr dran. Aber das ist mal das Schnallenfragment. Zählt. Super, Menschen, haben wir jetzt ja alles mit bei. Zählt. Und die nächste Musketenkugel. Sehr gut, die 2. für heute. Wir haben jetzt noch gut 100 Meter zum Auto. Ich denke, es ist der letzte Fund. Ich melde mich aber gleich nochmal. Sehr gut. Also ist das geil, das Feld will uns wohl nicht loswerden. Jetzt sind es wirklich nur noch, ja, was sind das, 70 Meter. Bis zum Auto und steht direkt hinter der Halle. Und hier nochmal ein schönes Münzchen. Allerdings wieder recht runtergewirtschaftet. Aber geil. Hammer. Dass man so am Ende immer noch alles findet. Sehr gut. Mal gucken, was die letzten Meter noch bringen. Ich melde mich auf alle Fälle nochmal. Bis gleich. So, die Tour ist beendet. Die Auftragssuche war leider jetzt nicht so erfolgreich, wie wir es uns versprochen haben. Allerdings ist jetzt von dem Acker vielleicht ein Viertel abgesucht worden. Wir sind jetzt immer so eine Bahn gelaufen von oben nach unten. Also da ist auf alle Fälle noch Luft nach oben, beziehungsweise haben wir da auf alle Fälle noch Kapazitäten, um den Schlüssel vielleicht wirklich zu finden. Von den Funden selber her können wir uns so nicht beklagen. Also wir waren ja so sehr erfolgreich. Ganz besonders freut es mich mit der Mark, die ich gefunden habe. Ja, mal gucken, was hier das nächste Mal noch so geht, ob wir denn das nächste Mal den Schlüssel auch finden. Und ich hoffe, euch hat sie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, schreibt fleißig in die Kommentare, freue ich mich immer über euer Feedback. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.